Die nächste Rednerin in dieser Debatte zu Thema Petitionen und Bürgerinitiativen ist Fiona Fiedler, NEOS. Am Montag war der Tag der psychischen Gesundheit und deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute zu unserer Petition sprechen darf, die wir dem Familienausschuss zuweisen konnten. Wir wollten mit dieser Petition den Fokus auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen legen, was angesichts der Diskussion in den vergangenen Jahren wohl kaum verwunderlich sein wird. Die Pandemie war hier, wie auch in vielen anderen Bereichen, nur ein Verstärker. Wir haben seit Jahrzehnten in den Schulen wenig Augenmerk darauf. Mobbing und Social Media sind ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und es ist gut, dass wir als Gesellschaft nicht mehr sagen, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Wir müssen aber auch überlegen, wie wir diese Folgen abmildern können, wie wir von Anfang an in Schulen vermitteln können, was Gesundheit und was psychische Gesundheit sind, wie unsere Kinder den Umgang damit lernen können und Erwachsene resilient werden und gesunde Bewältigungsmechanismen anwenden können. Damit stärken wir unsere Gesellschaft, damit stärken wir auch unseren Arbeitsmarkt angesichts von 40% Frühpensionen aus psychischen Gründen. Wir stärken den Gesundheitszustand unserer Bevölkerung und deshalb danke ich für die Zuweisung dieser Petition und freue mich auf den Lösungsprozess. Nachdem ÖVP und Grüne auch für eine Reform offenbar zugänglich sind, schicken wir auch gerne eine Einladung hinaus. Danke. Fiona Fiedler von der NEOS war das Mental Health Volksbegehren wurde dem Familienausschuss zugewiesen. Das ist sehr wichtig, weil die Pandemie als Verstärker gedient habe und man den Fokus stärker auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen legen müsse.